Welche Bank bei Lottogewinn? Studien zeigen, dass 80% der Gewinner im Lotto nach nur 2 Jahren das ganze Geld vernichtet haben. Und jetzt wird es richtig spannend. Es vergehen im Durchschnitt nur 19 Tage seit der Auszahlung, bis die Glückspilze den ersten Ferrari und den Lamborghini kaufen. Dasselbe gilt übrigens auch für unerwartete Erbschaften. Wieso ist das so? Welche Bank bei Lottogewinn? Was müssen Sie tun, damit Sie ein Glückspilz bleiben und kein Pechvogel werden? Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen schützen. Für die beste Asset Protection Strategie brauchen Sie die sichersten Schweizer Privatbanken, die sichersten Banken der Welt. Wenn Sie meine Tipps in diesem Video umsetzen, werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Geld haben. Bleiben Sie dran! Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Mein Name ist Enzo Caputo, ich bin Schweizer Anwalt und berate die internationale Business Elite in Sachen Asset Protection, also Vermögensschutz. Ich habe als Compliance Officer bei der alten UBS Gruppe gearbeitet. Ich war Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Heute leite ich die Boutique Anwaltskanzlei Caputo & Partners und die Webseite SwissBankingLawyers.com. Hier finden erfolgreiche internationale Geschäftsleute wie Sie Tipps und Lösungen, um Ihr Vermögen mit Schweizer Banken besser zu schützen, mehr Geld zu verdienen und weniger Steuern zu zahlen. Bleiben Sie dran! We fight for your money. Seit etwas mehr als 30 Jahren berate ich als Schweizer Bankenanwalt reiche internationale Privatkundschaft. In diesem Video erfahren Sie, wie ich 2 Lottogewinnern beim Lottogewinnanlegen mit sicheren Schweizer Privatbanken und den besten Vermögensverwaltern geholfen habe. Welche Bank bei Lottogewinn? Ich habe für beide Gewinner den Lotto-Jackpot aufgeteilt und bei 3 sicheren Schweizer Privatbanken in Zürich ein Bankkonto eröffnet. Sie gelten als die sichersten Banken der Welt. Studien zeigen, dass externe Vermögensverwalter eine höhere Rendite erzielen als Banken. Die Banken tendieren, bankeigene Finanzprodukte zu verkaufen, die nicht immer zum Anleger passen, sondern eher im Dienste der Bank sind. Deshalb verwalten nur externe und unabhängige Vermögensverwalter die Vermögenswerte und nicht die Banken. Genauso machen es auch die Family Office der superreichen Familien. Folgen auch Sie diesem Rat. Für den Euro-Jackpot, ein 2-stelliger Millionengewinn, setzen meine erprobten Vermögensverwalter konservative Anlagestrategien um, die in den letzten 9 Jahren zwischen 6,5% und 8% Rendite pro Jahr erwirtschaftet haben. Welche Bank ist bei einem Lottogewinn am besten? Welche Bank nach Lottogewinn? Wer einen Lottogewinn am besten anlegen will, ist bei seiner Hausbank mit dem Girokonto an der falschen Adresse. Sie ist nicht diskret. Es gibt kein Bankgeheimnis. Sie hat weniger Erfahrung mit Millionären. Als Millionär, der im Lotto gewonnen hat, brauchen Sie Banken für Millionäre, die das diskrete und anspruchsvolle Private Banking Geschäft verstehen und beherrschen. Zu groß ist die Gefahr, dass der Gewinn nicht geheim bleibt und Sie plötzlich von falschen Freunden ausgenommen werden. Die Wahrheit ist, dass Familienangehörige, Freunde und Bekannte Sie um Darlehen bitten, die nie zurückbezahlt werden. Überlegen Sie sich gut, wem Sie vom Lotto-Jackpot erzählen und wem nicht. Ich habe Millionen im Lotto gewonnen. Diesen Spruch sollten Sie niemals aussprechen. Sagen Sie niemals, ich habe Millionen im Lotto gewonnen. Sie müssen Ruhe bewahren. Geheimhaltung ist fundamental, auch wenn es manchmal schwerfällt. Den Gewinn nicht geheim zu halten, ist der größte Fehler. Der größte Fehler, den Sie begehen können. Schmeißen Sie ja nicht eine wilde Party, um Ihr Glück zu feiern. Viel schlauer ist es, wenn Sie unauffällig weitermachen wie bis anhin. Hinterfragen Sie den Personenkreis, selbst den Kindern bei den Eltern. Und den Eltern sollen Sie nichts erzählen. Die Nachricht vom Geldsegen kann in der Schule oder im Kindergarten schnell die Runde machen. Schweigen ist bares Gold wert, bares Geld wert. Niemand soll Sie unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um Ihr Geld richtig zu schützen.
Gemäß § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuchs BGB haben Lottogewinner 3 Jahre Zeit, um den Gewinn abzuholen. Zeit, Diskretion und Sicherheit sind wichtig. Zeit, Diskretion und Sicherheit. Sie brauchen nicht spezifisch einen Lottogewinnberater, aber einen Finanzberater, der mindestens 10 Jahre Erfahrung im Private Banking hat. Studien zeigen, wie schnell und alles anlegt, wer schnell und alles anlegt, macht riskante Anlagen. Gut gemeinte Ratschläge aus dem Freundes- und Bekanntenkreis haben schon viel Geld vernichtet. Sie müssen in Ruhe überlegen, wie viel Sie als erste Tranche investieren. Investieren Sie in Etappen. Wie fast alle reichen Leute, die clever sind, müssen auch Sie den Lottogewinn im Ausland anlegen. Sie müssen ein Hindernis zwischen den Behörden zu Hause und ihrem Vermögen errichten. Sie brauchen ein grenzüberschreitendes Bankkonto, ein Auslandskonto, am besten in der Schweiz. Allein schon aus Diskretionsgründen und um geografisch zu diversifizieren. Das aktuelle politische und wirtschaftliche Umfeld in Deutschland ist gegenüber Millionären feindlich eingestellt. Sehr feindlich. Klassische Finanzplätze für das Private Banking sind Dubai, Miami, Singapur, Hongkong, Luxemburg, Monte Carlo, Gibraltar, London, die Kanalinseln, Jersey und Guernsey und jetzt kommt's, die Schweiz. Am besten wählen Sie eine sichere Vermögensverwaltungsbank in der Schweiz, die nur mit Millionen und Millionären arbeitet. Ich helfe Ihnen gerne dabei, eine wirklich sichere Schweizer Privatbank zu finden, mit solidem Eigenkapital und vor allem, die keine gehebelten Bilanzen hat. Nehmen Sie Ihr Vermögen weg von Deutschland, bevor Deutschland es Ihnen wegnimmt. Lottogewinn bei der Sparkasse einzahlen oder einem anderen Hausbank ist keine gute Idee. Lottogewinn auf Sparbuch einzahlen ist reine Spekulation. Nicht einmal die Einlagensicherung für die ersten 100.000 Euro ist garantiert. Geheimhaltung ist bei Schweizer Banken Pflicht. Es gibt auch keine Meldepflicht in Deutschland, wenn Sie das Geld in die Schweiz bringen. Wie vorgehen bei Lottogewinn? Lotto gewonnen, was tun? Es gibt kein besseres Land für den Schutz ihrer Geldanlage als die Schweiz. Ich habe viele wohlhabende Mandanten, die zuerst ihr Geld in die Schweiz bringen und danach sogar ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegen. So spart man massiv Steuern. Müssen Lottogewinne in Deutschland versteuert werden? Sie zahlen in Deutschland keine Steuern auf den Lottogewinn. Auf Glück basierende Gewinne sind steuerfrei. Die Rendite aus der Geldanlage ist hingegen steuerpflichtig. Sie zahlen Steuern auf den Kapitalgewinn, Zins- und Dividendenerträge. Ziehen Sie in die Schweiz, sieht es anders aus. Kapitalgewinne sind in der Schweiz steuerfrei. Hat der Jackpot die 18-Millionen-Grenze überschritten, dürfen Sie sich in der Schweiz pauschal besteuern lassen. Für die Superreichen ist ein Umzug in die Schweiz steuerlich betrachtet ein Lotto-Jackpot. Sollte man seinen Lottogewinn auf das Sparbuch einzahlen? Nein, auf keinen Fall. Wer ein Lottogewinn Sparbuch eröffnet, ist ein Spekulant. Ich sage Ihnen wieso. Sie müssen Ihre Geldanlage sehr breit streuen. Mit einem Multiwährungskonto streuen Sie das Währungsrisiko. Das ganze Geld in Euro auf dem Sparbuch ist eine äußerst spekulative Geldanlage. Finanzberater beim Lottogewinn, Geldvernichter oder seriöser Helfer? Wer Anlagerisiken reduzieren will, muss global, diversifiziert in verschiedene Anlageklassen und Währungen streuen. Streuen, sehr wichtig. Das können nur Finanzprofis, die die internationalen Märkte kennen und mehrere Börsencrash gemeistert haben. Sie brauchen Finanzberater, die auch bei fallenden Kursen die Nerven behalten und keine Schönwetterkapitäne. Wussten Sie, dass Bankangestellte von den großen Banken, die als Kundenberater eingesetzt werden, das Geld des Kunden gar nicht anlegen dürfen? Das macht der Portfolio-Manager und nicht der Kundenberater. Viele bonushungrige Kundenberater, im Private Banking Produktpusher genannt, haben schon manche Geldanlage vernichtet. Sie empfehlen bankinterne Finanzprodukte, um den Bonus in die Höhe zu treiben. Je riskanter das Finanzprodukt, desto größer der Bonus. Passen Sie auf! Vermeiden Sie strukturierte Produkte und Hedgefonds. Vermeiden Sie Derivate. Merken Sie sich, fangen Sie ja nicht an zu hebeln. Ja nicht hebeln! Der nette Kundenbetreuer ist nicht immer Ihr Freund. Sie müssen wissen, dass Bonuszahlungen das Jahressalär um ein Vielfaches übertreffen können. Bonuszahlungen können den Charakter verderben. Lassen Sie sich Zeit bei der Auswahl der Finanzberater. Ein Finanzberater muss mindestens 10 Jahre Erfahrung haben.
Ich hatte einen Mandanten aus Kairo in Ägypten. Er hat vor 20 Jahren mit 500.000 Franken angefangen. Sein Schweizer Berater war gut. Sein Portfolio ist konstant gewachsen, bis es 20 Millionen erreichte. Leider ging sein erfahrener Berater in Pension. Die Bank hat ihm einen jungen Banker als Nachfolger zugewiesen. Der Anleger aus Kairo hat der Bank blind vertraut. Ja klar, sie machte aus einer halben Million 20 Millionen. Kein Wunder. Er ist banktreu geblieben. Er ist also der Bank treu geblieben. Er hat den jungen Berater sofort akzeptiert, ohne Fragen zu stellen. Er war froh über seinen jungen Berater, weil er Arabisch sprach. Das war der Hauptgrund, weil er Arabisch sprach. Es war ein fataler Entscheid. Leider hat der neue Berater mit Hebelprodukten im Devisenbereich in nur 2 Monaten 12 Millionen Franken vernichtet. Ein falscher Berater kann ihr Geld in kurzer Zeit verspekulieren und weg ist es. Meine Berufserfahrung zeigt, Anleger bemerken Verluste nie rechtzeitig. Nie rechtzeitig. Verluste werden erst dann bemerkt, wenn es zu spät ist, wenn der Schaden bereits eingetreten ist. Sie müssen vorher aufpassen, nicht nachher. Vorher. Machen Sie folgende Hausaufgaben, bevor Sie anlegen. Verlangen Sie einen Track Record. Verlangen Sie echte Bankauszüge der letzten 5 bis 10 Jahre. Prüfen Sie den Lebenslauf des Finanzberaters. Holen Sie Referenzen ein. Keine farbigen Charts, keine Tabellen in Excel. Verlangen Sie einen Auszug aus dem Wertschriftendepot. Seien Sie vorsichtig, Papier nimmt alles an. In der Finanzbranche wird oft mit gezinkten Karten gespielt. Ich arbeite nur mit Vollprofis, die ich seit Jahren kenne. Ich führe sie gerne unverbindlich ein. Die meisten Anleger sind im Irrglauben, genügend gestreut angelegt zu haben. Die Realität schaut anders aus. Deutsche Anleger investieren vorwiegend in deutsche Aktien. Obschon der deutsche Aktienmarkt keine 5% des weltweiten Aktienmarktes ausmacht. Wissen Sie, Asset Manager mit konstantem Erfolgsnachweis, der die letzten 10 Jahre abdeckt, findet man nicht gleich um die Ecke. Fragen Sie lieber mich, verpassen Sie nicht den zweiten Teil dieses Videos. Insider-Informationen wie diese findet man nicht in Universitäten, nicht in Bibliotheken, nicht in Buchhandlungen und auch nicht im Internet. Wenn Sie solche Informationen nützlich finden, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und klicken Sie auf die Glocke. Wenn Sie hier klicken, verpassen Sie kein neues Video mehr. Nehmen Sie Ihr Geld aus Ihrem Land weg, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt. Wenn Sie Ihr Vermögen diversifizieren, verstecken und mit Schweizer Banken besser schützen wollen, sollten Sie jetzt ein Konto in der Schweiz eröffnen. Ihr Schweizer Bankkonto ist in 10 Tagen eröffnet. Wenn Sie eine sehr vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir besprechen möchten, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail und buchen Sie eine kostenlose telefonische Beratung. Sie ist allerdings auf 15 Minuten limitiert. Greifen Sie jetzt zu Ihrem Handy und wählen 00414421244402. Es ist nie zu früh, ein Konto in der Schweiz zu haben, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.